3, Mac. Am Mikrofon der neue Ulrich. Und jetzt die Emmy Show. Und jetzt die Emmy Show. Ein Megahertz und auch im Super Stereo. Boys und Glastonbury Song. Hallo, Elviade Show. Komm schon mit Frust hierher. Ich hab gesehen, Gabi hat einen eigenen Parkplatz. Frauenparkplatz. Und seit Jahren hab ich keinen. Ich bin jetzt schon 13 Jahre hier. Glaubst du, sie hat mir wenigstens mal ein Schild hingemacht oder sowas? Nix. Nur schwanger und Frau muss man sein. Ich will jetzt Mops. Herrschaft nochmal. Das hat mich wirklich durcheinander gemacht. Also wieder. Nächstes Mal kommt das Frau auf die Welt. So, das hast du es. Und jetzt muss ich mal ein bisschen aufräumen hier. Moment. Des 8. August 1963 überfallen 15 maskierte Männer den Postzug von Glasgow nach London und erbeuten insgesamt 2,63 Millionen britische Pfund. Das bedeutet 30 Millionen Mark. Boah, ging die Geschichte an als der Raub des Jahrhunderts. Es gab noch einen ähnlichen Raub, das war hier im Südwestfunk. Da hat jemand eine Bandmaschine am Pförtner vorbeigetragen. Der hat das nicht gemerkt, weil er Zeitung gelesen hat. Aber 30 Millionen Mark, das damals, wenn ich mir mal vorstellen, das war gigantisch. Und leben ja fast alle noch, und einer sogar in Berlin. Zwei sogar sind nicht gefangen. Mit 15 waren es insgesamt, 13 haben sie gekriegt, 2 konnten das Geld verpulvern in alle Richtungen. Hab ich gesehen, das sieht doch recht gut aus. Richtig relaxed. So ab 10 Millionen Mark kann man auch nicht sehr relaxed sein. So, jetzt gucken wir mal. Wir nehmen unser Geld, wir machen einen Live-Jingle. Gabi, es kommt, du kommst auch drin vor. Das mit dem Parkplatz ist mir keine Ruhe. Hallo, ihr Fans im Radio, hier ist die Radio-Show. Gabi trägt heute ein Bikini. Wir spielen eine Platte von Marco Bassi. Weißt du, was draußen auf dem Parkplatz steht? Für Frauen im Klimakterium. So, da fährst du nicht hingegangen, dass du dir sowas hergibst überhaupt. Joko Ono ist in allem schuld und ich wette, wenn sie hier arbeiten täte, hätte sie ja auch einen Parkplatz. Oh, beim Heiligen Hans. Hier kommt Rätsel Nummer 1. Nachdem er letzte Woche nicht in der Lage war, alle Rätsel zu lösen, haben wir heute viel mehr Rätsel als je zuvor. Und es ist ein einfaches Rätsel, weil ich gedacht habe, Mensch, das habt ihr überfordert. Und ich möchte euch ja nicht frustrieren. Es soll ja euch Freude bereiten, aus dem Herzen kommen. Ich habe den ersten Zentimeter eines Hits genommen. Es ist ein Oldie, muss ich dazu sagen. Wer ist es und was ist es bitte? Der Zipp ist auf der Pirsch und macht der Zensi den Hirsch. Die Zensi ist ne Blät und schaut, dass ein Heiraten geht. Ist ja gut. Telefonnummer haben wir, glaube ich, auch. Und zwar ist das die... Jawohl, es ist die 2011-572-2211. Und da es so einfach ist, könnte ich mir vorstellen. Hallo, liebe Fans, geht das Telefon. Steckt euren Finger rein, ihr wisst ja schon. Gewinnt einen Preis in der Elmi-Show und grüßt euren Nachbarn im Radio. Yo, und es muss gelöst werden. Ich mache einen Versuch und der muss sitzen. Hallo, SF3. Wenn du auflegst, ist, bring ich dich um. Hallo, SF3, guten Tag. Ja, hallo, das war Sepp auf der Hirsch. Das war der Hirsch? Hm? Ja? Ja, das war's. Was war das? Sepp auf der Hirsch macht der Zensi den Hirsch. Ist der Titel. Ist der Titel? Ja. Ja. Gut. Es war aber sehr wichtig, dass wir darüber gesprochen haben, fand ich. Hallo, Leitung Nummer 6. Hallo, Elmi. 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 Hallo, Elmi.
Malone. Das war What a Day for a Daydream. Von wem? Von wem? Von was? Loving Spoonful? Ja, richtig. Ich habe das nur mit der Zenzi gemacht, um euch etwas zu verwirren. Das ist mir bei Gott auch gelungen. David, ja, bleibst du noch ein bisschen am Telefon? Ich werde dich zu Gabi durchschalten und dann wirst du einen wunderbaren Preis bekommen. Das Kleinste, was wir haben, weil du hast ja nicht vollständig gelöst. Lang ins Buch ist ja nicht eingefallen. Obwohl, er hatte Stress. Ja, okay. Gabi liegt ganz versöhnlich. Du hast einen Freund in ihr. Hast du auch einen Parkplatz irgendwo zufällig? Alles nur, weil sie mal den Vibrator von Mutti verschluckt haben. Und das hat sich bezahlt und die Batterie hat angehalten. My single Bee Gees, paying the price of love. Hat es euch gefallen? Gut. 15.33 Uhr, SWF3, Radiodienst aus Baden-Baden. B317, Titisee-Neustadt, Tottenau, zwischen Titisee und Feldberg. 2 Kilometer Stau in beiden Richtungen. Ich wüsste einen guten Parkplatz. Ich habe vorhin eine Platte gespielt von Yoko Ono, das heißt nicht über Yoko Ono. Und sie hat eigentlich Humor genug, da nicht gegen vorzugehen, obwohl sie ja da ein bisschen runtergerissen wird. Nicht? Ich bin verantwortlich gemacht für das Patzen der Beatles und für den Niedergang von John Lennon, weil er ja noch nie mehr viel gemacht hat, als er mit ihr zusammen war. Außer so im Dakota-Haus rauf und runter zu spazieren und ein paar Chance sich reinzupfeifen. Die Gruppe Barnick Ladies, die haben so einen ganz eigentümlichen Folksound und der ist ganz witzig und auch vom Text her ist er was gebacken. Das Lied, was mir am besten gefallen hat, das kommt mir auch sehr entgegen, heißt If I Had $1 Million. Also wenn ich 1 Million hätte, das ist ja die Frage, wenn. Was würde man denn dann tun? Und dann singen sie, also sie würden sich ein Haus kaufen, eine Frau kaufen, ein Auto kaufen, einen Wald kaufen, einen See kaufen, was man also noch kaufen kann. Wahrscheinlich auch im Schwarzwald echt kaufen. Und ganz am Ende kommt dann die Auflösung, wenn ich 1 Million Dollar hätte, dann wäre ich reich. Can't help falling in love with you. You're 40, we are a show. Auf dem Weg hierher habe ich viele Stückchen blauen Himmel gesehen. Es war also schon nicht schlecht. Ein paar so Höhenwolken waren da und vielleicht hält das Wetter ja. Wäre schön. Was in Baden-Baden ist schön. Ich weiß nicht, schön ist, wo ihr seid. Ich hoffe es für euch. Hey, habt ihr schon gehört, dass heute Dustin Hoffmann Geburtstag hat? 1937 geboren. Rechnet euch selbst aus, wie alt ist er denn dann? Gabi, 12 Jahre. 56 schon. 56 Jahre. Oh, dann nicht mehr so arg knackig. 1964 hat er die Schauspielerei aufgegeben, ja, weil er gesagt hat damals, man kann davon nicht leben. Es war so schlecht bezahlt. Und dann wurde er Lehrer. Und dann aber irgendwie hat er dann gemerkt, dass das noch schlechter bezahlt ist. Und ist wieder zurück zur Schauspielerei. Und 5 Jahre später hat er fast eine Viertelmillion Dollar verdient für einen Film. Und heute kann man ihn schon gar nicht mehr bezahlen. So, das ist das. Und hoffen wir mal zu, dass das denn schick Geld. Okay. Oh, apropos schicken. Ich kriege immer noch so schöne Versprecher zugeschickt, wenn ihr auch zufällig in Band gelaufen habt, wenn jemand gerade was sagt, gestern Abend ja Schönes gehört. Nachricht, wenn gesagt, Bonn, dann Marokko. So was wäre natürlich richtig gut. Schickt mir, kriegt ihr das Sette zurück und einen Mini-Elch als Belohnung. 900 Chinchillas im Wert von 900.000 Mark geraubt. Unbekannte drangen in die Zuchtfarm in Badenhausen ein und stahlen die Tiere. Türschützer scheiden an der Stelle der Polizei als Täter jedoch aus. Wenige Gitarristen, die ihre Gitarre sprechen lassen können. Gary Moore ist einer davon. Clapton ist auch einer davon. Sehr wenige. Und diese Klarheit. Ach, das ist einfach wunderbar, wenn ihr so spielen könnt. Bin zu untalentiert. Power, genau 10 Minuten vor den 16 Uhr Nachrichten.
Ich bringe gleich noch einen Nummer 1 Hit, der sich gewaschen hat aus dem Jahr 1966. Ihr merkt, es ist heute also etwas Oli-lastig, aber ich hab meinen genialen Tag. Die Monkees. Kennt ihr noch die Monkees aus den 60ern? Das war so eine Antwort auf die Beatles, weil die Amerikaner konnten es einfach nicht verwinden, dass die Beatles nicht aus den USA kamen. Also versuchten sie ein künstliches Produkt herzustellen, so eine Art Planung zwischen den Marx Brothers und den Beatles. Also ein bisschen Musik soll dabei sein, aber auch ein bisschen Klamauk. Es wurden 4 Filmschauspieler angeheuert, die ein bisschen Musik machen konnten, also die irgendwann eine Querflöte halten konnten oder eine Gitarre oder irgendwas. Einer sogar hatte Posaune gespielt, ich glaube, das war Pete Tork. Und da hat jemand dann irgendwann mal so ein Feuerwerkskörper ist in der Hand explodiert, dann konnte er den kleinen Finger nicht mehr bewegen und hat auf Gitarre umgesagt. Es hat gereicht für die Monkees, denn am Anfang ihrer Karriere spielten die Jungs gar nicht. Es wurden ganz fantastische Studiomusiker, die besten, die in Amerika zu finden waren, genommen. Und die Monkees haben nur ihre Stimmen geliehen, so auch bei diesem Lied, ihren zweiten Nummer 1. Der erste war Last Train to Clarksville, weil Amerika Nummer 1 hat in England nicht so richtig hingehauen. Aber mit Unbeliever, geschrieben von Neil Diamond, haben sie voll zugeschlagen. 7 Wochen auf Nummer 1, das haben vorhin die Beatles geschafft. Und es war Nummer 1 auf beiden Seiten des Atlantiks. Gut gesagt, Gabi, ne? Atlantik, Amerika, England. Und die 4 Jungs haben sich dumm und dämlich verdient mit dieser zweiten Single, denn... Man glaubt es ja gar nicht, Vorbestellung, es gibt halt gar nicht mehr, dass eine Vorbestellung für eine LP oder für eine Single da ist. 1.051.280 Vorbestellungen lagen vor, bevor die Leute überhaupt auf dem Markt waren. Hier sind sie, die Monkees und Unbeliever. 1966, 7 Wochen, am 31. Dezember.